Jetzt kann ich nämlich hier durchlaufen und dann trifft mich der Roboter da oben nicht. Dafür der Maschinengewehr-Typ da. Renn, Twinson, renn! Schneller! Ich bin fast schon wieder tot. Ich könnte jetzt rückwärts da durchlaufen, aber ich wette, das reicht nicht aus mit dem Leben, das ich habe. Ich werde... Ja, ich werde sterben. Oder? Oh Gott, es hat ausgereicht. Es hat ausgereicht. Leute, das ist eine gute Nachricht. Die erste, die ich heute habe. Also, nein, seitdem ich dieses Video angefangen habe. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Digoklonen eskortiert. Ich kann nichts für dich tun. Außer vielleicht bei dem Risiko, dass du eingegangen bist, kann ich dir vertrauen. Ich bin auf dieser Insel festgenommen worden. Aber zuvor habe ich meinem Bruder, der auf der Insel Proxima wohnt, eine falsche rote Karte anvertraut. Wenn du ihm Amos sagst, gibt er sie dir. Unser Haus wird nun auf deinem Holomap angegeben. Ja, denn nur deswegen wollte ich eigentlich hier runter. Jetzt kann man mal auf der Holomap sehen. Wir sind auf der Hauptinsel. Die Zitadelleninsel war hier. Nein, das ist die Proxima-Insel. Achso, genau, die Zitadelleninsel dürfte das da sein, das kleine. Und das größere hier ist die Proxima-Insel. Da müssen wir hin. Haben wir hier noch die Wüsteninsel, die Insel, deren Namen ich jetzt noch nicht sagen werde. Die Himalaya Mountains. Und hier noch ein paar Inseln, deren Namen ich jetzt auch noch nicht sagen würde. Ich meine, die mittlere Insel, den Namen habe ich ja schon gesagt. Aber egal. Gehen wir mal hier hin, wobei, ich glaube, die Inselnamen hier weiß ich auch gar nicht mehr auf den Nordhalbkugel. Nein, was soll's, egal. Wir wollen zurück aus der Holomap raus, denn wir wollen hier weitermachen. Und wenn ich jetzt sterbe, ist es mir egal. Dann habe ich zwar kein Kleeblatt mehr, aber wieder volles Leben. Und, aber ich kann es mal versuchen, trotzdem rauszukommen, ohne zu sterben. Das wäre natürlich sehr praktisch. Da links, auf der anderen Seite des Grabens. Du blödes Vieh. Aua. Ja gut, dann schaffe ich es nicht, ohne zu sterben. Auf der anderen Seite ist noch ein Dico-Klon in einer ähnlichen Zelle, mit dem ich auch reden kann. Aber der erzählt uns dann nur irgendwas von wegen, warum er eingesperrt wurde, wegen irgendeinem kleinen Blödsinn. Ich glaube, er hat gegähnt, während der Dr. Funfog in der Nähe war oder so. Irgendwas, wofür es sich überhaupt nicht lohnt, eingesperrt zu werden jedenfalls. Und ansonsten hat er nichts weiteres zu erzählen, deswegen lasse ich das mal jetzt lieber und mache lieber was Sinnvolles. Guten Tag. Mit dem reden zum Beispiel. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Digoklonen eskortiert. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich glaube nun, dass man dir vertrauen kann. Folge mir. Ich weiß, wie man zum Astronomen gelangen kann. Sehr schön. Dann kommen wir zum Astronomen und erfahren vielleicht, wo Zoe ist, wo sie sie hingebracht haben und warum sie sie überhaupt weggenommen haben und nicht in die Zitadelle geworfen. Hm. Vor allem frage, oh, das ist ein Deko. Super Deko. Frage ich mich, wenn sie sie in die Zitadelle geworfen hätten, wie wären wir da eingebrochen? Ich meine, klar, da war das eine Gitter, das wir hätten aufmachen können. Aber da war ja der Super Grobo. Deko, ihr wisst schon, was ich meine. Hallo, Hasi. Der Schlosser, der wird dir das Tor öffnen, das nicht bewacht wird. Folge mir. Wunderbar. Dann folge ich dir doch mal gerne. Denn durch dieses Tor, das ist unbewacht, wie er gerade schon gesagt hat, da lauert kein Super-Deko auf uns. Das heißt, wir können relativ gefahrlos in die oberen Ebenen der Stadt hoch. Jetzt dauert natürlich ein bisschen, hier ihm zu folgen, weil er leider nicht rennen mag. Aber was soll's. Und hier wohnt der Schlosser nicht. Hm. Aber gehen wir erstmal zu ihm rein. Vielleicht bietet er mir ja einen Schluck zu trinken an. Aus dem Wasserhahn zum Beispiel. Na gut, kein Schluck Wasser zum Trinken, sondern einmal die Hände waschen. Upp, und, oho, was ist das? Sein Bild geht auf, ein Geheimgang. Interessant. Die ist noch ein bisschen... Lebensenergie kann ich jetzt nicht gebrauchen, danke. Ich hätte lieber etwas Geld und das ein oder andere Kleeblatt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Magie kann ich auch nicht gebrauchen. Das hättet ihr mir doch gerade geben können. Warum jetzt? So, lass mich raten. Herz. Toll. Drei. Hm. Egal, klettern wir erstmal durch den Geheimgang durch. Und wir landen im Haus des Schlossers. Wir hätten auch einfach hingehen können, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. So ein Geheimgang ist natürlich auch cool. Wenn du diesen Durchgang schon kennst, kann ich dir das unbewachte Tor öffnen. Geh vor. Wunderbar, ja, ja. Geh vor, sagt er und geht selber vor. Nein, doch nicht, okay. Jetzt mache ich einen kleinen fiesen Trick. Ich gehe erstmal raus, dann gehe ich wieder rein. Dann ist er nämlich noch draußen und ich kann an seine Kasse dran, um mir noch etwas Geld zu besorgen. Das ist zwar fies, aber
Ich glaube, ich brauche das jetzt dringender als er. Und das sind immerhin 23 Caches. Und ich meine, ich muss die Welt retten hier, hallo? Und er ist nur ein kleiner Schlosser. Er hat noch nicht mal eine Familie, er muss sich nur selbst ernähren. Von daher, er wird mir das hoffentlich verzeihen. Und ich meine, man findet ja sowieso in jedem Busch Geld. Oder Herzen oder Magie. Von daher, warum arbeitet er überhaupt? Er muss einfach nur ein Schatzsucher werden, dann ist doch alles geregelt. So, wenn ich da nach rechts gehe, da kann ich leider nicht unten in die Tür rein. Dann kommt nämlich vorher wieder der Super Deko aus dem Teleporter raus. Hier die Treppe hoch ist auch ein Super Deko. Das heißt, das ist auch blöd. Und hier links ist auch der Super Deko. Das heißt, darunter komme ich auch nicht mehr. Aber hier ist immerhin ein Bazar. Da hätte ich jetzt auch die Holo-Map kaufen können. Hätte ich sie mir noch nicht aus dem Schrank in der Zitadelle besorgt. Ich glaube, ja, magisches Pulver. Das interessiert mich nicht. 30 Caches für 10 Flaschen Magiepulver. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist doch viel zu viel. Da hole ich mir lieber hier so ein bisschen Treibstoff. Jawohl, und einen Pinguin. Einen Mecha-Pinguin. Für 3 Caches nehme ich doch gerne mit. Die sind ganz praktisch. Die machen zwar keinen Schaden oder so. Ich kann leider nur einen gleichzeitig mit mir nehmen, zumindest in diesem Spiel. Da ist übrigens der Treibstoff 10-mal. Und, also das war ein gutes Angebot, 10-mal Reisen für 30 Caches, 3 Caches pro Reise, ist in Ordnung. Und der Pinguin, der ist so insoweit nützlich, wenn ich ihn nämlich loslasse, dann irritiert das Klone und die Klone gehen auf ihn los. Und in der Zeit, in der sie auf den Pinguin losgehen, kann ich in aller Ruhe auf sie mit dem magischen Ball feuern, weil sie mich vollkommen ignorieren. Vor allem rote Klone stört das. Und rote Klone sind fies. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Dico-Klonen eskortiert. Ich habe sie nicht gesehen. Ich kann dir helfen, Super Dico loszuwerden. Folge mir, aber warte, bis er sich von den Stufen entfernt, bevor du weitergehst. Sehr gerne doch. Also, nachdem ich hier wirklich gezeigt habe, dass ich nicht zu Dr. Funfrock gehöre, sind die doch alle sehr hilfsbereit. Ich muss aber eben gucken, wie man ja schon gesehen hat, zum Beispiel der Fahrkartenverkäufer für die Fähre oder hier der Typ, der mir auch die anderen Fahrkarten hier verkaufen wollte. Nicht alle sind mir gut gesonnen. Einige wollen mir Böses, andere nutzen das vollkommen aus und ich muss halt herausfinden, wer mir helfen kann und wen ich besser meiden sollte. Das macht den Reiz des Spiels auch aus. Das gehört einfach dazu. Egal wie blöd es erscheinen mag. Man muss einfach hier ein bisschen rumexperimentieren und dann findet man schon raus irgendwann, wie man weiterkommt, was man machen muss und ja, wer einem hilft. So einfach ist das. Und diese Frau hat uns ja geholfen. Der Super Deko ist weg. Wir können hier hoch und wir können noch mal gucken, was hier auf dem Plakat steht. Ich wette, das ist nur ein Fahndungsplakat. Jawohl, das ist auch nur so ein Fahndungsplakat. Da unten ist der Super Deko. Gehen wir mal weiter. Hier oben ist ein Soldat. Dort in das Haus möchte ich noch nicht rein. Ich glaube, ich kann einfach hier hochgehen. Weil wenn ich links hochgehe, sind da Deko-Klone. Und hier ist nichts. Wunderbar. Schaut euch das mal an. So einfach geht das. Ich glaube, beim letzten Let's Play bin ich hier links lang gegangen. Und hier... Le Oh Gott, ist das ein grüner Klon. Ich gehe mal ganz schnell wieder weg, denn gegen grüne Klone kann ich noch nichts ausrichten. Gehe ich einfach mal hier runter. Muss halt, hier, das gehört auch dazu. Man muss dich den richtigen Weg suchen. Und das geht das auch mal weg. Aber. Tja, sein Haus ist auch zugezimmert. Irgendwie, also zugemauert. Zitadelleninsel gefangen hält. Außerdem führt er etwas im Schilde, da er jegliche Anspielung auf die Legende verbietet. Das ist gewiss ein Schwachpunkt innerhalb seiner Macht. Stelle fest, was sich hinter dieser Legende verbirgt. Dies ist deine einzige Hoffnung, deine Freundin wiederzufinden. Falls du die Insel verlassen musst, habe ich einen Verbündeten, der dir im Hafen von Beluga helfen kann. Schau auf dein Holomap. Sag ihm nur, dass ich dich schicke und bleibe während deiner Suche unauffällig. Ja, okay. Also der Besuch beim Astronomen hat uns jetzt zwar noch nicht weitergeholfen, insofern, dass wir wissen, wo Zoe hingebracht wurde. Er gibt uns sogar noch Geld. Okay, aber er hat sich doch
richtig, richtig gelohnt, weil wir jetzt einmal wissen, dass wir etwas über die Legende herausfinden sollen. Dann wissen wir, wie wir von der Insel kommen, ohne die Fähre benutzen zu müssen, diese überteuerte. Und er gibt uns noch Geld. Also hier haben wir einen richtig guten Verbündeten in diesen Astronomen. Und wir können natürlich jetzt nicht durch den Hauptausgang raus, weil der zugemauert ist. Aber glücklicherweise ist hier noch eine Verbindung zu dem anderen Haus, in das ich jetzt nicht reingehen wollte. Und hier liegen Kanonenkugeln. Nein, das sind keine Kanonenkugeln, das ist zu essen. Zumindest im zweiten Spiel gibt es ein Volk, das sich von ähnlichen Dingen ernährt. Ich glaube, das sind einfach Trauben. Riesentrauben. Mal gucken. Egal. Hier sind noch Fässer. Und da ist bestimmt irgendwas drin. Außer Magie, hoffentlich. Nein, Magie. Dann lass doch bitte in diesem Fass da Geld sein. Komm schon, Spiel. Bitte. Magie. Na toll. Im Holzstapel ist nichts drin. In der Flasche. Ein Herz. Toll. Ja, kann ich so viel anfangen mit momentan. Egal. Wir gehen wieder hier raus. Oh, verdammt. Der Superdeko ist wieder da. Da muss ich schleichen. Und da rechts sieht man, der zugemauerte Eingang, das ist das Haus des Astronomen, wo wir anders nicht reingekommen wären. Und ich darf mich jetzt nicht von dem Super Grobo erwischen lassen, denn ich möchte nicht nochmal ins Gefängnis zurück. Das eine Mal hat mir gereicht. Stattdessen springe ich lieber hier wieder runter an der Frau vorbei. Dankeschön, Frau, dass du uns geholfen hast, den Super Digger auszutricksen, sodass wir hier hochkamen. Ich meine, ein Kleeblatt. Jawohl. Warum war das vorher noch nicht da? Egal. Ich meine, wenn wir einfach klettern könnten, das ist nicht so hoch, ne? Ich meine, wie man sieht. Lass uns in Ruhe. Wie man sehen kann, das ist mir zu gefährlich. Auf jeden Fall, wie man sehen konnte, ist es gerade mal Kopf hoch für Twinsen. Er kann über die Mauer drüber gucken. Der Klon hat ihn ja auch gesehen. Warum kann er nicht hochklettern? Aber naja, was soll's. So haben wir es auch geschafft. Gehen wir nochmal in die Kneipe rein. Hallo. Scheint ja nicht besonders gut zu schmecken, das Leitungswasser. Boah. Okay, Leute, das liegt jetzt nicht an YouTube. Ich habe auch kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem der früheren Videos gesagt. Ich kann leider nichts daran ändern. Musiklautstärke und Tonlautstärke und Sprachlautstärke kann ich leider nicht unabhängig voneinander ändern. Ich kann nur die Gesamtlautstärke ändern. Ja, und deswegen ist das nochmal so. Ihr müsst es leider, leider, leider lesen. Tut mir leid, geht nicht anders. So, da ist noch ein Pummel, der Barkeeper. Hallo. Lass uns noch was zu erzählen. Über die Legende oder Zoe. Schade. Aber der Dicko, der da sitzt, der hat uns ja schon einen guten Hinweis gegeben, dass wir in den Bazar gehen sollen, weil der Typ da. Der hat einen Schluck auf. Weil der Typ da irgendetwas darüber weiß. Ich weiß nicht, aber es müssen doch einige Leute in der Altstadt diese verflixte Legende sicher kennen. Ja, wir sind, glaube ich, gerade sogar in der Altstadt. Zumindest wüsste ich sonst nicht, was als Altstadt gilt. Aber naja, egal. Bitte, bitte, bitte gib uns noch ein Kleeblatt. Das wäre wunderbar von dir. Hihihi. Ich hole mir mal eben noch ein Kleeblatt. Dann bin ich wieder voll dabei. Und ich glaube, dann weiß ich auch, wo ich demnächst meine Kleeblätter herbekomme, falls ich denn nochmal welche brauche. Komm, bitte, bitte, bitte. Hallo, bitte gib mir ein Kleeblatt. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe hier alle Kleeblätter voll. Und ich bin wieder voll im Rennen. Und ich gehe nochmal in den Bazar rein. Denn vielleicht weiß er ja, uns etwas über die Legende zu erzählen. Hallo. Willkommen, lieber Kunde. Ich habe keinen Kirschsirup mehr. Aber auf der Zitadelleninsel ist eine Apotheke geöffnet. Stellen Sie sich vor den Artikel. Ja, den Kirschsirup haben wir uns ja glücklicherweise schon besorgt. Das heißt, wir müssen nicht nochmal zurück. Aber das ist auch schon mal ein guter Hinweis. Er sagt uns, dass wir in die Bibliothek gehen sollen. Und das werden wir auch machen. Aber ich habe wieder 30 Minuten voll. Deswegen sage ich jetzt mal hier Ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Man sieht sich.